Wir stehen hier im Obergeschoss des vormaligen Klosters Olewig, das derzeit von der Firma Eifelhaus grundlegend umgebaut und saniert wird und zu Wohnungszwecken hergerichtet wird. Im Zuge dieser Umbaumaßnahmen entsteht auch eine neue Wohnanlage an der Nordseite. Aufgrund dieses Neubaus, das also der eine durchgehende Tiefgarage erhalten wird, führt die Landesarchäologie Trier am Rheinischen Landesmuseum ausgedehnte viermonatige Ausgrabungen durch, die vom Investor, der Firma P3 Projektgesellschaft, auch finanziell gefördert werden. Wir sind ja weit außerhalb der römischen Stadt, hier im Vorort Olewig, und graben hier ja nach einem speziellen in der archivalischen Überlieferung seit dem 14. Jahrhundert belegten erzbischöflichen Lehnsgut der sogenannten Hungerburg, einem Anwesen, das etwa 500 Jahre existiert haben muss und über verschiedene Gebäude verfügte, unter anderem ein mittelalterliches Turmhaus, das wahrscheinlich schon im Hochmittelalter, wohl im 12. Jahrhundert, seine Ursprünge hat und das heute noch als Kernbau des Klosters Olewig existiert. Also was wir hier sehen, ist der Verlauf des ehemaligen Mühlgrabens, der sowohl auf dieser Seite als auch im hinteren Bereich durch zwei gesetzte Wangen oder Mauerzüge eingefasst wurde. Und in dem Bereich, wo wir uns jetzt hier befinden, ist er verengt worden in Form eines Wehrs, um eben die Geschwindigkeit des Bachlaufes zu steigern und die Kraft des Flusses zu verstärken. Im Bereich dieser Wange sind Spolien verbaut, eben hier ein Rotsandsteinblock oder eben unten in Form von einer Halbsäule, die römischen Ursprungs ist. In diesem Bereich stehen wir hier gerade mitten im ehemaligen Weiher und im Hintergrund sehen wir Reste von einem Gebäude bzw. dem Fundament eines Gebäudes, was zwar in den Plänen verzeichnet war, aber mit dem wir eigentlich nicht mehr gerechnet hatten, das hier anzutreffen. Das würden wir als Auflager letztendlich der Rollen eines Wasserrades annehmen. Ja, als Fazit ist festzuhalten, dass sich die archäologischen Ausgrabungen in jedem Fall gelohnt haben, da sie Baubefunde aus dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit zutage gefördert haben, von denen wir bisher noch keine Kenntnis hatten und deren Kenntnis eben wichtig ist, um eben die archivalisch Quellen, durch Quellen belegten Gebäude nun auch archäologisch dokumentieren zu können. Und wir haben dadurch neue Erkenntnisse gewonnen, die eben weit über das hinausgehen, was eben die archivalische Überlieferung bisher zu der Hungerburg beizutragen wusste.